In Bruckner Leitha wurde der Frühling mit dem traditionellen Konzert der Brucker Blasmusik feierlich eingeläutet. Und die gut gefüllte Stadthalle ist Beweis genug, dass sich diese Art von Musik nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Stadthalle von Bruck an der Leitha fand das Frühlingskonzert der Blasmusik Bruck statt. Nachdem das letzte dieser Art im Jahr 2019 stattfand, konnte es endlich nach 3 Jahren wieder abgehalten werden. Die Veranstaltung war ausverkauft und das Publikum genoss die Musik in vollen Zügen. Dreimal haben wir es ausführen müssen und für uns ist ganz wichtig, dass wir wieder ein Konzert abhalten können, wie gewohnt. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir wieder Konzerte spielen dürfen. Das haben wir 3 Jahre passieren müssen. Wegen der Unsicherheit und so, das haben wir voriges Jahr also auch noch nicht getraut, aber heuer haben wir wieder was. Ja. Nicht nur Werke von Emmerich Karlmann gab es zu hören, sondern auch Stücke von Johannes Brahms und viele weitere Klassiker. Triumphmarsch, dann bis hin zur böhmischen Polka, Märsche, moderne Stücke, also quer durch. Was für eine Bedeutung hat denn das heutige Frühlingskonzert für Bruck an der Leitha? Das heutige Frühlingskonzert ist der Einklang für den Frühling in Bruck. Die Blasmusik probt immer ein ganzes Jahr fleißig dafür. Bin ich echt gespannt, was sie heute auf die Bühne stehen. Es ist ein zweiteiliges Programm. Die ganze Blasmusik ist da und es wird echt fulminant werden. Ein tolles Konzert mit einem tollen Hintergrund, tolle Bühne. Und vor allem unser Kapellmeister feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum als Kapellmeister und das ist Tradition genug. Es gab noch mehr Ehrungen. Ich bin dabei, seitdem ich 14 Jahre alt bin, also jetzt schon mein halbes Leben. Und es ist ein wirklich wichtiger Teil meines Lebens, ja. Wie wichtig, glauben Sie, sind denn generell solche Traditionen wie eben das Frühlingskonzert? Das ist sehr wichtig. Ja, es ist ein bisschen eine Kontinuität, man weiß genau, es ist Frühling, die Blasmusik macht ein schönes Konzert, man freut sich drauf, wie gesagt, man trifft die netten Leute wieder, trinkt vielleicht das eine oder andere Achterl ein gutes, hat ein bisschen Spaß miteinander und einen schönen Abend. Das ist sehr wichtig, solche Termine. Ja, für Bruck an der Leitha ist es grundsätzlich wichtig, aber es ist für die Blasmusik sehr, sehr wichtig, damit sie einfach zeigen kann, was sie kann und unsere Blasmusik kann ganz, ganz viel. Gibt es denn irgendwas Bestimmtes, das die Menschen mitnehmen sollen von diesem heutigen Abend? Ich glaube, es ist wirklich schön zu sehen, wie unsere MusikerInnen zusammenspielen und was einfach gemeinsam entstehen kann. Die Besucher sollten vor allem Freude und Spaß mit nach Hause nehmen und die Zeit genießen, wie sie hier sind.